Servus zusammen! Ihr seht, ich habe für die Logs und für die Zeitmessung schon alles bei mir. Ja, zum Loggen benutze ich heute ein Tool von MHD. Ja, MHD ist sehr gut, was BMW angeht natürlich. Auch vom Loggen her ist es eines der besten Logging-Tools meiner Meinung nach. Deswegen loggen wir heute mit dem Ding. Wir machen heute ein sehr cooles Auto, nämlich den M240i. Wir werden jetzt in Serie mal messen, 100, 200. Die V-Max gehen wir nicht messen, weil der fährt die 250 ohne Probleme. Und wir gehen aber nachher nach der Modifizierung auf die Autobahn. Wir machen das heute mit Race Logic, weil mein Draghi immer noch nicht da ist. Ja. Ich habe mir jetzt aber schon mittlerweile zwei bestellt jetzt. Und die sollten jetzt kommen, weil ich vergesse die echt oft bei Kunden in Autos. Ja, das kann nicht sein. Ja, ich muss mich da ein bisschen... Ich mache so einen Elektroschocker hin, dass wenn ich mehr wie einen Meter vom Draghi entfernt bin, dass ich dann einfach so ein bisschen elektrisiert werde. So, jetzt gehen wir mal raus an das Auto. Ich zeige euch das Ding. Ist ziemlich cool. Ja, BMW sowieso ein geiles Auto. Wie ihr seht, haben wir wieder herrliches Wetter. Immer wenn ich von Abu Dhabi zurückkomme, bringe ich die Sonne mit nach Deutschland. Deswegen haben wir jetzt wieder Sonne hier. Und Pipo, wir gehen jetzt mal zum Auto hin. Ah, schau, Pipo, guck, da ist sogar eine Maske drin, hä? Vorbildlich. Mhm. Weil es ist immer noch so, wenn du einkaufen willst, brauchst du eine Maske. Wahnsinn. Hä? Mit einer Maske einkaufen gehen, Alter. Ich komme mir vor wie in China. Ja? Wir sind in Deutschland. Und außerdem auf dem Land. Ja? Da hast du immer 5 Meter Abstand zu dem Nächsten. Der Pipo ist auch gerade 7 Meter von mir weg. Der hat nur Zoom-in gemacht, Mann. So, Pipo. Wir haben jetzt alles dran, alles angesteckt. Auto läuft. Jetzt loggen wir mal mit dem MHD-Tool. Ich sehe eigentlich alles. Ja, ich sehe mein Zylinder 1. Dann habe ich meine Abgastemperatur, Target Boost, Drehzahl, Westgate Duty Cycle und Actual Torque. Und man kann hier natürlich einiges ändern, indem ich in Optionen reingehe und dann praktisch hier meine ganzen Werte habe, die ich noch zusätzlich auswählen kann. Ich habe jetzt praktisch die Zündwinkelkorrektur, Zylinder 1 bis 6 mitgenommen. Ja, gibt es sehr, sehr viele Sachen und das Tool ist wirklich sehr, sehr schnell. Und wir fahren jetzt mal, wir machen hier Autologging. Also ich sag, wenn man das richtig machen will, braucht man schon die, egal was für ein Auto es ist, die richtigen Tools braucht man zum Loggen, weil ohne Logs ist es eigentlich, ja, man ist blind, auf gut Deutsch gesagt. Man weiß gar nicht, was passiert, was das Auto macht, was der Motor macht, was das Steuergerät eigentlich sagt zu machen. Und mit den Tools, mit den Logging-Tools sieht man alles ganz genau. Ist ein bisschen krumm, die GoPro. Ist nicht schlimm. Nicht schlimm. Mm-mm. Du kannst das Bild drehen. Ja. Der Pipo dreht das Bild auf den Kopf. Ja. Ich muss sagen, ich hatte mal den M2. Ich habe echt ein Jahr auf das Auto gewartet. Wobei ich von Anfang an so der Meinung war, dass es eigentlich die totale Verarsche ist am Kunden. Ja, ein Jahr warten auf so ein Kack-M2, sage ich jetzt mal. Ja, mit einem falschen Motor drin. Weil ich von Anfang an gesagt habe, in so einem M2, das sollte eigentlich der S55 M3 M4 Motor rein, ja. Was sie dann natürlich jetzt gemacht haben mit dem Competition, ja. Zwar mit OPF, aber egal, der gescheite Motor ist drin. Und jetzt geht das Ding wenigstens, weil der alte, das war ja, ja. Wollen wir uns nicht beschweren. Trotzdem ein schnelles Auto, aber ich habe das Auto dann nach einem halben Jahr wieder verkauft, weil mir das nicht so gefallen hat. Ich habe jetzt auch schon ein paar Tests gehört, also Leute haben mir erzählt, dass der M240i zum Beispiel im Test teilweise schneller war wie der M2. Ja, wie kann das sein? Hast einen M2 und dann einen M240i und der ist teilweise schneller wie der M2 bei manchen Tests. Ja. Jetzt Achtung, hier, der macht Fotos, Achtung. Mach Fotos, film mal. Jungs, wenn ihr Autos braucht, immer bei dem kaufen. Der zieht euch nicht über den Tisch. Ja? Das ist der einzigste Araber, wo ich kenne, der wirklich seriös ist und keinen über den Tisch zieht. Dankeschön. Gefahrlich, Schachbarek. PP Performance. Heide. Ich muss schon sagen, das Ding macht schon Spaß zu fahren. Also es ist echt, man fühlt, dass es ein Auto gemacht ist, so zum Kurvenfahren und so. Also das Handling ist sehr geil. Man fühlt sich sportlich. Ja, zwar etwas klein, aber sportlich. Aber ich bin ja eh nicht der Größte mit meinem 1,72. Ja. Apropos 1,72. Ihr wisst ja, wir haben ja mal, wann war das? Ist jetzt schon Ewigkeit her. Fast and Furious 7 haben wir mitorganisiert und mitgedreht. Und ich habe dann immer gedacht, hey, okay, geil, cool, sie ist ein Vin Diesel und so. Denkst du, okay, Vin Diesel in Filmen, voll der Ochse, voll der Brecher, voll groß. Dabei ist der Typ eigentlich gar nicht so groß. Das Bild hier, schaut euch mal das Bild an. Wo siehst du die Öltemperatur? Beim M2. Ja, jetzt hier. Jetzt hier? Ja.
Siehst du überhaupt? Die siehst du doch gar nicht. Nee, die siehst du nicht. Aber du kannst, glaube ich, irgendwie, da gibt es so Codierungen, ja, die du dir freischalten kannst, aber ja, ist schon blöd gemacht mit der Öltemperatur, ne? Gerade vom Gas geben, du steigst ein und weißt gar nicht, wann du die, ja, genau, die perfekte Öltemperatur hast. Ne? Ja. Ivo, auf wie viele Sprachen kannst du gut sagen? Gut? 2. 3. 3. Sag mal. Ja, Deutsch, Russisch und Englisch. Sag. Gut. Gut. Und Harasho. Cool. Du hast wahrscheinlich 300 Sprachen. Nee, so wie nicht, aber gut. Gut. Harasho. Dobrze. Ach, dobrze, dobrze. Dobrze. Auf Arabisch? Auf Arabisch? Mhm. Ich muss jetzt überlegen. Keine Ahnung. Ich kenne dafür ein paar andere Wörter auf Arabisch. Das sind immer die bösen Wörter. Dann messen wir jetzt gleich mal. Ne? 0,105,1, 100, 200, 12,4. 12,4! Doch, so langsam. So, dann haben wir die Loks gemacht, die sind fertig. Jetzt fahren wir zurück, gucken wir uns die Loks an, werten mal alles aus, lesen die Motorelektronik, ist eine MG1 drin und dann gucken wir mal. Was für Sprit ist denn drin, Bibo? Ich habe gestern 100 getankt. Hier. 100? OMV. OMV 100. Mhm. Apropos, ich habe jetzt mal dagegen getestet. Wir haben ja hier eine OMV mit 100, eine Shell mit 100 und eine Aral mit 102. Die ist allerdings so 25 Kilometer weg. Und ich kann euch sagen, dass die Aral doch den besten Sprit hat. Ne? Ich habe das an den Zündwinkelrücknahmen gesehen bei anderen Autos. Und es ist einfach so, Aral hat den besten Sprit. Aber ihr müsst auch aufpassen, nicht überall, ne? Wenn ich eine Aral-Tankstelle habe in einem kleinen Kaff, wo ganz wenig getankt wird und der Sprit natürlich dann auch alt wird, da habe ich mich halt gefragt, wie machen die das? Jetzt habe ich hier bei der Shell mal gefragt und die haben gesagt, dass die nur 40% vom Tank befüllen lassen mit dem guten Sprit, weil die Abnahmemenge nicht so hoch ist, dass der halt nicht alt wird. Ja, aber ich meine, egal 40% oder nicht, wenn ich in einem kleinen Kaff bin und einen guten Sprit mache, ja, und die ganzen Bauern, die dort wohnen, die tanken ja nicht den besten Sprit, weil die gucken ja nach jedem Penny. Vorher tanken die halt das schlechte Zeug und der gute. Ich weiß gar nicht, wie es sich verhält, aber wenn das einer von euch weiß, mich würde mal interessieren, wenn Aral-Tankstelle zum Beispiel 102 Oktan hat, die befüllen den Tank an der Tankstelle und der Sprit, sagen wir mal, ist da so ein halbes Jahr drin und nichts nachgefüllt, nichts neu gemacht. Hat er noch die 102 Oktan oder wie verhält sich das? Weil ich vermute, dass der Sprit halt echt auch schlecht wird, wenn er alt wird. Ja. Kommentiert mal, wer sich da auskennt. Wäre ich echt dankbar über eine Info. Mein lieber Scholli, jetzt weiß ich auch, warum der M240i in manchen Tests schneller war wie der M2. Schau sich das mal an. Also Angabe 340 PS, 500 Newtonmeter. So, wir haben gemessen 354,7 PS und 537,8 Newtonmeter. Das heißt, fast 40 Newtonmeter mehr, wie BMW angibt, hat der M240i. Und von PS sind es auch fast 15 PS mehr als Angabe. Wir haben hier natürlich gelockt mit dem MHD-Tool. Könnt ihr mal drüber schauen. Da ist hier Zündwinkelrücknahme, Korrekturen, also Ladedruck. Da sieht man wirklich, wirklich alles. Und wenn wir da jetzt schauen, sieht man, dass das Auto jetzt in Serie zum Beispiel 1 Bar Ladedruck fährt. Ja? Bei einer Abgastemperatur von 662 Grad. Im vierten Gang ist das Ansaugluft ist 25 Grad. Lambda IFR ist noch ziemlich mager, 14,69. Und er fettet die Fetten ziemlich spät erst an. Das macht BMW so, wie man jetzt hier sieht. Dann fünfter Gang. Erst dahinter fettet er an. Wir sehen eigentlich alles. Ja? Zündwinkel, jeder einzelne Zylinder. Also wie gesagt, die anderen Tools, wenn man so lockt, die man Standard bekommt, sieht man Zündwinkel maximal an einem Zylinder. Wirklich das MHD-Tool zeigt mir Zündwinkel an jedem Zylinder. Also wenn es was zum Locken für BMW, sage ich euch, ist MHD die Nummer 1 momentan. Jetzt haben wir die Messung, jetzt haben wir die Daten, jetzt machen wir uns an die Software ran und dann gucken wir, was der Leistung macht. Also Flo, ich sag dir, ich garantiere dir, eine 4 wird davor stehen. Was glaubst du? 410, 415. Ich sag 412. Pipo, was sagst du? 411. Du weißt genau, dass ich ziemlich genau liege und deswegen orientierst du dich jetzt an mir. Das ist echt unfair. Ja? Jetzt hast du schon zweimal für mich gekocht. Okay, 420. Das deutlich weit weg von deinem Wert. Der Pipo sagt 420, dann hätte ich gesagt, setz dich mal hin, gib mir die Kamera, mach die Software.
schöne Autotuner mit unserem Logo drauf, seht ihr? Haha. Ja, Autotuner ist auch ein sehr, sehr cooles Tool, aber über die Tools werde ich euch in einem separaten Video was erzählen. Wenn wir dann das Video machen mit den ganzen Tools, dann seht ihr mal, mit was für Tools ich so arbeite. Ja, jetzt lesen wir mal aus das Ding. So, kommen wir zur Software BMW M240i. Wir haben hier Drehmomentbegrenzungen ganz oben, dann haben wir die Ausgabe für das Performance Display, das heißt die Drehmomentausgabe und Leistungsanzeigen. Ja, die passen wir alle mit an. Maximale Füllungen, Einspritzmenge, Minimallambda, ist eigentlich alles wie bei der MED17, nur leicht verändert. Dann haben wir hier maximale Drehzahlen von der Pumpe, hier ist Lambda, maximale Füllung. Was haben wir denn hier? Wir gucken mal, wie das Ding begrenzt die Serie. 500 Newtonmeter geben sie an, ne? So, und wie ihr seht, ist das so begrenzt. 500 Newtonmeter, dann fällt ab 490, 470, 450, 430, 490, bla 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 bla. So, wir machen das komplett auf 650 Newtonmeter. Dann auf jeden Fall Lambda. Was ich mit Lambda mache, ist, ich fette früher an, weil mir ist es echt zu heiß, was BMW da in Serie programmiert. Ihr habt es ja gesehen bei dem Log vorhin, dass die erst wirklich unter Volllast, ja, im dritten, vierten, erst im fünften Gang haben die angefangen, Sprit einzuschütten. Also wirklich, das weiß ich nicht, ob das so toll ist. Wir werden direkt anfangen, praktisch mehr Sprit reinzutun, damit das besser kühlt, weil Lambda 1 unter Volllast zu fahren, das halte ich für schlecht. Wobei, die müssen das wahrscheinlich machen wegen den Abgaswerten und alles. Mal, da haben wir die Zündwinkel. Ist alles hier. Noch maximales Drehmoment an der Kurbelwelle. Da kommen jetzt ein paar Überwachungsfehler, die aus sind. Von der Ebene 2. Vmax. Drehzahlbegrenzung ist natürlich auch hier. Drehmoment bei maximaler Ansauglufttemperatur ist hier. Wie ihr seht. So, Pipole. Gehen wir mal messen, hä? 9,3 Sekunden, Pipo. Also das Auto hat definitiv über 400 PS, ja. Das war mir von Anfang an klar. Aber wie viel genau werden wir jetzt aus? Ja. Ladedruck habe ich so hier am Rande so rechts rüber gespielt. Waren 1,3 Bar bis Drehzahlende. Also ist es ziemlich gut. Wir werden jetzt mal aus und dann gehen wir noch auf die Autobahn und checken Topspeed, Pipo. Hä? Da freue ich mich schon drauf. Der Pipo hat nämlich gesagt, er würde nicht gerne mitkommen, weil ihm ist beim letzten Mal schon schlecht geworden. Aber ich habe gesagt, diesmal geht es schnell. Wir fahren Autobahn, wumm, wieder runter und dann gehen wir nach Hause. Gell, Pipo? So, wie wir wissen, war Serie 354,7 PS und 537,8 Newtonmeter. Dann habe ich gesagt, es werden sein ungefähr 412. Pipo Wasserstuck sagt 420. Mhm. Was wir gemessen haben, 426,4 PS, schaut hier selber hin, 426,4 PS und 613 Newtonmeter. Gestrichelt ist wieder original, durchgezogene ist modifiziert. Mit den Logs hier von MHD haben wir natürlich alles wieder gelockt und geschaut, wie wo was passiert. Und wir sehen eigentlich, dass alles passt. Auch die Ansauglufttemperatur geht kaum über 30 Grad. Ja, sehen wir hier 29 Grad, selbst die hohen, ganz hohen Gänge, 32 Grad Ansaugluft, es geht. Abgastemperatur haben wir 905. Ja. Wir sehen, wir fahren eine Zündung von 10,5 Grad. Auf einem Zylinder nimmt er 4 Grad zurück. Das ist aber okay und akzeptabel. Mehr brauchen wir gar nicht. Wenn der Kunde mehr Leistung möchte, müssten wir jetzt zusätzlich praktisch
den Rennfilter reinmachen, Ladeluftkühler reinmachen und natürlich Downpipe mit mindestens 200 Zellen, damit halt der ganze Scheiß raus kann, damit die Hitze sich nicht staut. Und dann kommt man da easy auf 460 PS Pipo. Wir gehen jetzt nochmal kurz auf die Autobahn Topspeed. Pipo, und wir machen das schnell, die wird nicht schlecht auf der Autobahn. Ich fahre jetzt extra in eine Autobahn, wo nur gerade ist, ohne Hubbel, ohne Kurven, okay? Ja. Versprochen. Okay. So, Pipo, bist du bereit? Mhm. Wir sind auf der Autobahn. Gucken wir mal, was das Ding so packt, Topspeed, oder? So, fertig, 120er vorbei, also weiter geht's. Da ab 2,94 hat es sich schon schwer getan, ne, Pipo? Ja, ja. Aber ich sag mal immerhin, 294 GPS für 426 PS. Ist doch ganz okay, oder? Klein, kompakt, jetzt richtig sportlich. Ich denke mal, ja, so gut wie ein M2 Competition, ja, in Serie. Und wenn der M2 Competition begrenzt ist, irgendwie bei 280, dann ist der M240 ihn dann obenrum schneller. Ja. In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Video. Pipo, du weißt Bescheid. Fahr langsam nach Hause. Du hast ja 400 Kilometer nach Hause. Und dann kommst du bald wieder. Der nächste Trip ist bald. Vielleicht fahren wir in die Filiale in die Schweiz. Eh? Habt ihr Bock, mal was von der Schweiz zu sehen? Die haben immer gute Autos dort. Gucken wir mal, was sie dort haben. Dann drehen wir mal in der Schweiz eine Runde. Also, mach's gut, gell? Tschüss!